wird sie diese Glaskugeln nennen? Also, wir haben diese in der Schule Murmeln genannt, manche nennen sie aber auch Schusser oder Klicker. Aber egal, wie man sie nennt, Murmeln sind immer klein. Bis jetzt. Denn es gibt Glasbläser im Bayerischen Wald, die wollen nun die größte Glaskugel der Welt erschaffen. Dass es jährlich rund 1 Million Besucher nach Bodenmais zieht, die diese funkelnde Welt hautnah erleben wollen. Von der feurig zähflüssigen Masse bis hin zum kostbaren Endprodukt. Bei Joska lassen sich die Glasmacher noch über die Schulter schauen und zeigen damit, dass in jedem von ihnen ein Künstler steht. In der Glashütte Joska in Niederbayern berät er sich mit dem Glasbläserkollegen. Wie groß kann eine massive Glasmurmel überhaupt werden? Das ist viel schwerer als eine Kugel. Für die Rekordmurmel müssen die Glasprofis Schicht für Schicht die glühend heiße Masse mit Kerlen aus Buchenholz bearbeiten. Teilse Farbgranulat muss in einer Bewegung über die Riesenmurmel verteilt werden. Höchste Konzentration bei Glasmacher Martin Weigel. Abgekühlt ist. Nach 2 Stunden hängen mehr als 15 Kilo flüssige Masse an der Glasmacherpfeife. Das soll die Rekordmurmel aus massivem Glas werden. Bei so viel Gewicht müssen die Männer zu zweit arbeiten. Mit der sogenannten Mandelschere bringt Johann Dick die Glasmasse in die endgültige Rundform. Nach 3 Stunden hat die Rekordmurmel die richtige Rundform. Aber der schwierigste Teil steht noch bevor. Die massive Glaskugel muss rüber in den Kühlofen. Eine kleine ruckartige Bewegung und das Glas bricht von der Pfeife ab. Noch hat die Riesenmurmel eine Außentemperatur von 700 Grad, innen sogar 850. Die Temperatur im Kühlofen ist entscheidend. So, schauen wir mal. Die tagelange Arbeit hat sich gelohnt. Farben und Strukturen sind klar zu sehen.